Moin Leute, Jummel hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Wir sind hier gerade in der Küche und ich habe nur mal gedacht, ich kaufe noch ein paar Essenzen und den Part fange ich hier an, weil auch hier Weihnachtsdeko ist und ich finde das irgendwie episch. In der Fantasy-Welt Weihnachtsdeko. So muss das. Und ich glaube, dieses Pad wird uns jetzt echt gegen so ziemlich alles nützlich sein, was wir uns vorstellen können, wenn es was stunt. Wenn es jetzt noch ein Boss stunnen kann, das wäre absolut legendär und episch und was weiß ich was alles. Werden wir gleich rausfinden, denn wir machen uns jetzt auf den Weg zum Bossfight. Und da bin ich auf dem falschen Weg, fällt mir gerade auf. Nun blöd, dass ich mein Schwert nicht bereit habe. Das ist, weil ich noch nicht weiß, wie das geht, wie ich das wieder normal machen kann. Aber... ernsthaft jetzt? Das ging zu schnell. Nein! Hör auf, dich treffen zu lassen, du Idiot. Komm schon, sterbt alle. Komm schon, spring. Nein, das wollte ich überhaupt nicht tun gerade. Das war völlig falsch. Ja. So. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir haben jetzt den Schutzzauber, den habe ich mir jetzt auf die Taste gelegt, wie normalerweise mein Schwert ist. Und ja. Let's get ready to rumble. Und springen wir runter. Das sieht mir nach einem Fernkampfding aus. An Invoker. Hey Zero, what can you tell me of this critter? Here dwells Mediox. His power is so incredible that he petrifies his victims just by looking at them. Petrifies with his eyes? Let me guess. Does this Mediox have lots of snakes on his head? He does. How did you know? He must be the brother of Medusa. I will do what Perseus did. Separate his head from his body. Body? Mediox has no body. He is just a head hidden behind an impenetrable silver helmet. Listen to me, stupid human. His power resides in his central eye. You must avoid his petrifying gaze at any price. If you feel his gaze approaching, turn away and you'll be saved. Something else. His snakes spit a poison that kills quickly. Have at hand all the anti-venom potions you can carry. You're going to need them. So, no looking it in the eye. Understood. Come on, let's go. I fear I will never return to my castle. Okay, also, im Endeffekt kämpfen wir gegen eine andere Version von Medusa, wenn man so will. Und wir sollen Gegengift bereithalten. Haben wir 4 Stück, okay. Ich lege mir das jetzt alles mal auf die Schnelltaste. Ich glaube nicht, dass wir Nahkampf brauchen werden. Deswegen mache ich das einfach mal so jetzt. Wir werden den anderen Bogen eher verwenden, denke ich. Das heißt, ich lege mir den da hin. Und lege mir den da hoch. Ansonsten... Zauber werden wir wahrscheinlich noch verwenden. Und wegdrehen sollen wir uns dann im Falle des Falles. Ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich ziehe schon mal meinen Bogen und hoffe, wir haben genug Pfeile dabei. Let's get ready to rumble. Ich habe gerade oben links was erwischt kurz, habe ich gesehen. Oh. Okay, den Schlangen müssen wir ausweichen. Ich merke schon. Oh, fuck. Oh ja, das ist ein starkes Gift, das ist unangenehm. Ich trinke mal kurz ein Gegengift. Das gibt's nicht. Die sind echt. Das Gift ist zu stark. Viel zu stark. Nö, ich werde jetzt sterben. Okay. Tumble down. Aber okay. Ich habe jetzt noch nicht. Das Problem, ich habe jetzt noch nicht mal rausgefunden, was ihm viel Schaden macht. Und ob man ihn vielleicht auch stunnen kann mit dem Pet. Ah. Es ist ein Silberhelm. Vielleicht mache ich ihm ja mehr Schaden mit der Korrosionspfeil. Wir probieren es einfach mal. Wenn ich zu große Probleme mit dem Boss habe, werden wir einfach warten und ach, komm schon. Warum erwischt er mich jedes Mal?
Obwohl ich nicht mal in seiner Range bin eigentlich. Das ist schon ein bisschen nervig. Na, lass doch deine Axt nicht überfallen, du Depp. Nein! Egal, wir kriegen ja eh gleich nochmal den Dialog. Von daher passt das schon. Achso, ich sollte die Gegengifte auch ausrüsten. Und nur zur Sicherheit packe ich nochmal den Heiltrank ein. Und zwar für ihn hier, weil ich ihn mit Sicherheit nicht brauchen werde. An Invoker. He is petrified. He must be body. Mediox has no body. He is just a head hidden behind an impenetrable silver helmet. Listen to me, stupid human. His power resides. Können Sie eigentlich auch skippen? Ja. Los geht's. Das Schlimmste ist, glaube ich, wirklich den Giftattacken auszuweichen. Komm schon. Das macht nicht wirklich mehr Schaden. Nicht nennenswert jedenfalls. Nein, der hat mein Pet vergiftet, der Arsch. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das Pet zurückrufe. Weil ich keine Schnelltaste gelegt habe. Nein! Was zu... Ah, das ist nicht der Blick. Das ist Feuer. Au. Mein Pet ist auch down jetzt offiziell und ich bin vergiftet. Scheiße. Der ist OP, der Gegner. Schnell, nimm die Potion. Okay, ich sterbe. Weil er mich versteinert hat, aber ich wäre so oder so gestorben. Oh, der ist echt nicht leicht, das merke ich jetzt schon. Ich frage mich, ob wir die Schlangen kaputt hauen können. Oder ob das auch ist wie bei Medusa, dass für jede tote, jede abgeschlagene Schlange neue spawnen, also neue erscheinen. Das heißt, glaube ich, für jeden Kopf erscheint jeder tote Kopf bedeutet zwei neue Köpfe oder irgendwie so. Bin mir da aber nicht ganz sicher gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich warte hier diesmal kurz ab. Während ich mir auch noch ein anderes Pet hole, nämlich meinen Codex mal. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er wird mir nützlicher sein. Ernsthaft? Wie hat der mich jetzt erwischt? Also da habe ich mich gerade echt ein bisschen verarscht gefühlt. Das verstehe ich bei dem jetzt gerade, aber der davor. Der kann mich doch gar nicht erwischt haben, wenn er nicht in meiner Nähe ist. Hasse dieses Spiel manchmal. Oh, mitten im Schlag verschwindet meine Axt. Komm schon. So, weg mit euch Arschgeigen. Irgendwie die Slimes, die machen zwar kaum Schaden, aber die werden irgendwie gerade zu nervigsten Gegnern, so ungefähr. Egal. Gehen wir wieder runter. Halten uns bereit. Moment. Medusa. Feuer. Ich glaube mich zu erinnern, dass Feuer was gebracht hat. Dass Feuer effektiv war gegen Medusa. Kann sein, dass ich gerade völligen Blödsinn laber. Aber so habe ich es jetzt gerade im Kopf. Und deswegen probiere ich es einfach mal mit ein bisschen Feuer. Oh ja. Das ist doch schon gleich viel besser. Und mein kleiner Drache ist vergiftet. Jetzt gerade gestorben oder habe ich da irgendwas verpasst? Hierfür brauche ich gleich ein Gegengift. Am besten, wenn er sich bewegt das nächste Mal. Oder jetzt, komm schon. Ja. Come on. Scheiße. Nein. Nimm. Lass dich nicht treffen, du Depp. Ja, ich beleidige gerne meine Spielfigur. Legt von meiner eigenen Unfähigkeit ab. Hoffe ich jedenfalls. Okay, gut. Da kann ich gerade nicht wirklich... Das ist mies. Dass der Laser da einfach durchgeht. Das ist echt mies. Komm schon.
Der Laser ignoriert einfach die Deckung. Also im Klartext, wenn ich das richtig sehe, eine Attacke, der wir nicht ausweichen können. Und das ist immer ein bisschen unfair. Ich hoffe einfach gerade sehr, dass wir irgendwie die Dinger beseitigen können. Ja doch, wir können ja ausweichen, indem wir einfach nach oben gehen. Und das war knapp. Fuck. Und ich bin tot. So gut wie jedenfalls. Ja. Scheiße. Der ist verdammt schwer jetzt schon. Oh, crap. Gut, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach noch einmal, ob wir es schaffen. Ich lege mir mal kurz die Sachen wieder, ja, diesmal jetzt schon um, bevor ich gleich den ganzen mache. Und dich wollte ich mitnehmen, statt ihm hier. So, wir speichern nochmal schnell. Letzter Versuch für jetzt. Wenn es nicht klappt, dann... Ja, da beende ich den Part einfach und warte auf eure Tipps, beziehungsweise guck mal, ob ich mir selber was überlegen kann. Ich würde ja sagen, ich probiere den Boss mal offscreen, um ein bisschen die Schwächen rauszufinden, aber es geht leider nicht, weil, ja, ich würde alles überspeichern und das will ich nicht. Das wäre ganz ungünstig. Deswegen warten wir jetzt einfach mal kurz. So, diesmal lasse ich mich hoffentlich nicht treffen. Problem ist einfach, dass wir länger brauchen für den Schlag und das ist das Unangenehme. Okay, gut. Immerhin haben wir es einmal geschafft, hier durchzukommen, ohne was abzubekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Rein da und runter. Los geht's. So, tief durchatmen. Los geht's und auf nach oben. Zumindest stellen wir uns gerade mal hier hin. What? Mein Drache ist einfach despawned? Zumindest kam es mir gerade so vor. Ich meine, gekillt worden ist er jedenfalls gerade nicht. Oh, schnell hoch. Scheiße. Das zählt nicht als Versuch. Das hat nicht lang genug gehalten. Scheiße. Da, why am I so stupid? Warum bin ich so unfähig? Und warum spiele ich dieses Spiel dann trotzdem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad? Egal. Jetzt aber wirklich letzter Versuch, denke ich mal. Ja, was heißt, denke ich mal, auf jeden Fall letzter Versuch. Selbst wenn wir jetzt gleich verrecken. Dann ist der Part wahrscheinlich um einiges kürzer als die anderen. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt die ganze Zeit an einem Boss sitze, von dem ich nicht die geringste Ahnung habe, wie ich ihn machen soll. Weil irgendeinen Trick muss es geben. Es gibt bei jedem... Es gibt immer eine Taktik, die man sich überlegen kann. Vielleicht setze ich mich sogar hin, schaue mir meinen Part nochmal an, wo ich hier kämpfe und überlege mir, wie man das machen kann. Ich meine, wie wir dem Laser ausweichen, wissen wir. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich einfach die ganze Zeit ausweichen muss. Ja, kennen wir. Ist ja nichts Neues. Komm schon. Okay, das war dämlich. Das muss ich selber zugeben, das war sehr dämlich. Aha. Leute, nicht mein Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play an Epic. Und schreibt mir wirklich gerne eure Tipps in die Kommentare für den Boss. Weil ich glaube, der wird hart und es könnte noch ein paar Parts dauern, bis wir den gelegt haben. Wahrscheinlich setze ich mich einfach hin und level dann bis Stufe 15 erst beim nächsten Part, damit ich zumindest meine neuen Waffen habe. Und ja, ciao.